Weiter geht's mit Army Card DS. Diesmal fahre ich mit Lanky Kong. Wobei er hat sehr niedriges Handling, da fahre ich ungern mit Lanky Kong. Shrek hat auch niedriges Handling. Bowser erst recht. Salina auch. Bleibt also nur Phoenix Wright. Ah, fahren wir mit dem Gunship. So, und hier gibt es noch eine Diddy Kong Racing Strecke. Da gibt es ja auch eine kleine Abkürzung, die kann ich zeigen. Crescent Island. Jetzt müsste man wissen, was Crescent heißt, nicht? Am besten, ich guck's mal nach, wenn ich den Part schneide. Zack. Also ich würde nicht lügen, wenn ich sage, dass ich den größten Teil von dem, was ich auf Englisch kann, durch Videospiele oder das Internet gelernt habe. Von daher, wenn ich den Part nicht kenne, gucke ich immer nach. Das ist praktisch. Und hier hätte ich eigentlich mal meinen tollen Trick verwenden müssen. Und jetzt hat es wieder mein Item einfach so eingesetzt, weil meine L-Taste irgendwie Schrott ist. Okay, jetzt bin ich gerade selbst da runtergekommen. Das gebe ich zu. Bin ich von außen oder innen lang? Ich weiß es nicht mehr. Zack. Hier ging es doch auch irgendwie da runter. Da war doch dieser komische Schlüssel, nicht? Weil bei Diddy Kong Racing gab es ja solche Schlüssel, mit denen man sich irgendwie noch was freischalten konnte. Ich weiß zwar jetzt nicht was, aber... Ja, hier kann man halt hier so reinspringen. Ich weiß nicht ganz, was es bringt. Eigentlich macht er das nur langsamer, habe ich das Gefühl. Ist es hier hinten? Nix. Nerv nicht, Lanky. Hier hinten was? Nö. Okay, da geht's nicht lang. Ja, ich hätte eigentlich Erster werden können, aber mein Erkundungsdrang dann doch höher. Vielleicht wird's ja noch was. Die Computer fahren teilweise sogar da lang. Okay, wo ist Platz 1? Das wird noch was. Ich werde noch erster. Das gibt's nicht. Au. Und noch eine GBA-Strecke. Das sind eigentlich mal die GBA-Strecke aus dem letzten Part und die Strecke, das sind Strecken, die mal remaked werden sollten. Weil das sind echt coole Strecken. Zack. Das ist eine gute Strecke zum Snaken. Fällt mir gerade so auf. Ach, schade. Das Boost-Panel habe ich noch nicht getroffen. Aber ich komme drüber hinweg. Zack, zack, zack. Komme ich hier lang? Ach, schade. Da hätte ich höheres Handling gebraucht und hätte es bestimmt geschafft. Also mit Driver und so ist da bestimmt drüber gekommen. Zumindest schneller, als wenn ich außen lang gefahren wäre. Zack. Au. So, gib mir das Boostpanel. Ist irgendwie schwierig, auf die Boostpanel drauf zu kommen, aber springen wir so leicht drüber. Ja, gut. Das ist keine Abkürzung, die funktioniert. Muss man auch mal rausfinden.
Das fand ich, habe ich ganz gut gemanagt. Zack, 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 komm. Wie sieht es mit meinem Abstand aus? Okay, ist groß genug. Ich hätte mir jetzt nicht so viel snaken. Okay, neue Regel. Ich darf nicht boosten. Ach, scheiße. Es ist echt nicht einfach. Ja, man hat sich das so angewöhnt. Also so boosten schon, aber nicht durch Drifts. Ich versuch's mal jetzt auf dem Rest der Strecke. Mal sehen, ob ich es schaffe. Zack. Na, das geht auch ganz gut. Ach, so. na gut. Bin ich natürlich auch direkt mal 5 Sekunden langsamer, ne? Oh, 3DS Cooper City. Von Mario Kart 7 natürlich. Wenn 3DS da steht, ist logisch. Ich weiß nicht, ob hier der Regen was bringt. Es gab ja auch in Mario Kart DS eine Strecke mit Regen. Da fühlt sich irgendwie rutschiger an. Habe ich nicht so das Gefühl eigentlich. Oder? Ja, gute Frage. Kann man auch gut lang boosten. Und da kommt blauer Panzer. Das hat sich jetzt null gelohnt, aber okay. Fuck, ich will Donkey Kong unbedingt mit dieser Zwiebel treffen. Ja, es hat nicht ganz geklappt. Haha. Nein, Junge! Was ob? Nein, nein, nein. Ach, fuck. Ich hätte sie fast runtergekickt. Über diese Dinger hier kann man auch drüber springen. Hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt in meinem Fall, aber. Ich wollte es mir zeigen. Irgendwie sehen die Regentropfen komisch aus. Das könnte, wie so viele Bugs, so grafischen Bugs, an meinem Upscale-Hack liegen. Aber wer weiß. Zum Beispiel dieser Schattenbug, der manchmal auftritt, das liegt an diesem Upscale-Hack. Aber naja. Ich versuche mal drüber zu springen. Hier genauso, genauso meinte ich das. Genauso meinte ich das! Und das war sehr skillig. Gut. Letzte Strecke. Ach, noch eine SNES-Strecke. Au. Was macht ihr? Was zur Hölle? Schade, dass hier diese Boost-Streifen nicht existieren. Die Strecke wurde an sich schon ziemlich geändert, kann das sein? Ich glaube, diese Trumps waren auch weiter vorne und es waren vor allem mehr an der Stelle dort hinten gerade.
Vielleicht verwechsel ich es auch, aber ich glaube nicht, oder? Hier darf ich leider nicht springen, weil ich sonst drüber fall, wie ich gerade gemerkt habe. Ich würde den Pilz eigentlich aufheben, aber... Kann man eigentlich gut snaken an der Stelle. Vorausgesetzt, man hat eine Snake-Card und keinen gebrochenen Daumen. Aber es tut wirklich weh. Es hat echt aufhören langsam. So, wie sieht's aus mit meinem Abstand? Ganz okay, würde ich mal sagen. Würde ich mal sagen. So. Au. Was war das? Oder ich dachte, das wäre so eine Zwiebel. Ah, zack. Na. Könnte man hier vielleicht so drüber springen über die Seite? Wäre das möglich? Müsste ich mal testen. Au! Scheiße, Mann! Ich werde es mal testen dann. Irgendwie im Zeitfahren oder so. Aber jetzt beende ich erstmal das hier. Gut. Rang. So, das war es jetzt noch nicht. Ich teste nochmal, ob ich diese Abkürzung da nehmen kann. So, ich probiere es jetzt. Mal sehen, ob es das First Try klappt. Nein, klappt es nicht. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt klappt. Hätte ich vielleicht auch sogar schon bezweifeln. Ich muss restarten. Okay, klappt nicht. Klappt nicht.